Hey ho YouTube und herzlich willkommen diesmal zu einem. Hey ho YouTube und herzlich willkommen diesmal zu einem Sinus-Unboxing, ein weiteres Mal. Diesmal dabei habe ich für euch, aber das werdet ihr ja wahrscheinlich auch im Titel gelesen haben, Darksiders Genesis, endlich rausgekommen, auch für die Konsolen, nachdem es im September ja schon für den PC rauskam, hat es unwahrscheinlich unglaublich lange gedauert, bis das überhaupt für die Konsolen rauskam. Ich meine, Airship Syndicate ist nicht gerade das größte Studio, und dementsprechend konnten sie wahrscheinlich nie parallel veröffentlichen, aber ich hab's endlich. Und das ist das Wichtigste. Gegönnt habe ich mir diesmal die Collector's Edition. Es gibt zwar noch eine teurere Edition, wo ein Brettspiel dabei ist mit kleinen Figürchen und sowas, alles handgemalt. Aber genauso wie bei der Nephilim Edition bei Darksiders 3 habe ich diesmal einfach mir die normale, oder was heißt normale, aber die normale Collector's Edition dazu gegönnt. Wir gucken mal gemeinsam rein. Oh Gott. Wir schauen mal gemeinsam rein, was da drin ist. Und ich hab's mir schon fast gedacht. So. Das eigentliche Paket ist nämlich ungefähr die Hälfte von dem Karton hier. Und so sieht das gute Teil jetzt aus. Ich versuche mal so weit raus zu zoomen, wie es geht. Wir haben hier die Frontseite, die Nebenseiten. Oben, das ist ein schönes Artwork. Die Nebenseite und natürlich, was alles in der Collector's Edition drin ist, beziehungsweise die ganzen Features des Spiels. Ja. Mache ich mal weiter auf, gucken wir uns das alles mal gemeinsam an. Ich werde auch gleich wahrscheinlich mal in die Frontkamera zoomen. Ich habe auch eine neue Kamera am Start. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen an der Qualität hier. Und werde ein bisschen auf die Details der Figuren sowas ankommen. Weil bei den Darksiders, also seit dem dritten Teil von Darksiders, gibt es immer eine Figur dabei bei den Collector's Edition. Wie gesagt, beim dritten Teil war Fury dabei. Die kann ich auch mal ganz kurz ins Bild halten, weil ich damals, glaube ich, kein Unboxing zu Darksiders 3 der Collector's Edition gemacht habe, aus Zeitgründen her. Das war in der Darksiders 3 Collector's Edition unter anderem dabei. Finde ich eine richtig coole Figur, muss ich ehrlich sagen. Schön detailliert ausgearbeitet. Auch die Peitsche ist ein bisschen filigran. Die Peitsche, muss ich ehrlich sagen, kann schnell kaputt gehen. Und Gott sei Dank kam sie bei mir heil an. Der Sockel hat eine gute, ist gut massiv, also hat ein gewisses Gewicht. Und hier in dieser Collector's Edition ist Strife dabei, der vierte der apokalyptischen Reiter, der hier auch seinen Einstand gibt, nachdem man ihn in Darksiders 3 ein bisschen kennengelernt hat. So, das ist nur ein Überzug, das heißt, das kann man abmachen. Und dann haben wir die komplette Edition nochmal das gleiche, die gleichen Motive würde ich fast behaupten, ja. Das sind nochmal die gleichen Motive, aber wir packen das jetzt aus. Okay, das erste, was uns erwartet, ist Strife in der Box, die ich, wie gesagt, nochmal separat zeigen möchte, wenn ich sie dann aufgebaut habe, wenn ich wüsste, wie man das jetzt rausbekommt. Moment. Strife. Ja, Darksiders Genesis unterscheidet sich ja zu den anderen Darksiders Teilen, da wir diesmal es mit einem aus der Vogelperspektive gezeigten Spiel bekommen, während die anderen ja Third-Person-Action-Adventure waren. Jeder mit einem eigenen Kniff und alles. Boah, das fühlt sich schon richtig massiv an. Also ich kann dir mal allein die Verpackung von der Figur nur zeigen. Das ist schon ein gutes Stück, muss ich echt sagen. Also das hat auch ein gutes Gewicht wieder mal. So, schauen wir uns weiter an. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen anders als die anderen Darksiders-Teile. Schimpft sich diesmal auch als Prequel. Also ist eine Vorgeschichte zu all den anderen Darksiders-Teilen. Man lernt War und Strife quasi bei ihrem normalen Handeln kennen. Und ich bin sehr gespannt. Das alles ist hier drinne. Also der Rest des Kartons sieht man nur noch eine. Boah. Oh Gott. Also, ne? Ist nichts mehr drin, ich habe alles rausgeholt. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet, beziehungsweise ich weiß es ja eigentlich schon, aber trotzdem will ich es mal auch in der Hand halten. So, da haben wir einmal das Spiel Darksiders Genesis für die PlayStation 4 unterstützt. Doch, Deutsch, ich wollte gerade sagen, weil hier hinten steht es nur in Englisch, aber es unterstützt auch Deutsch mit Subtitles, alles gut, alles gut. Dann haben wir einmal das Artbook von Darksiders Genesis, wobei das wiederum nur ein Auszug leider ist aus dem eigentlichen Artbook. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man nicht das komplette Artbook dabei tut, sondern immer nur so eine Art Vorgeschmack, beziehungsweise so einen kleinen Appetizer zu dem. Es sind zwar DIN A4 Seiten, hat aber gefühlt nur 60 Seiten, 61 Seiten ungefähr. Finde ich ein bisschen schade, dass das immer nur so ein, ja,
eine kleine Werbemaßnahme dafür ist. Es ist zwar nett, dass man ein Artbook wieder dabei getan hat, aber ja, ich finde, wenn man das Richtige dabei tun würde, dass separat verkauft wird für 30 Euro, wird es, glaube ich, gehandelt. Ich glaube, auch hier hinten ist auch irgendwo bestimmt wieder Werbung dafür. Das ist nicht. Das ist ein fettes Cover, finde ich immer. Das ist, glaube ich, dieses Frontcover, das Hauptcover von Darkseid Strange. Das sieht ziemlich cool aus. Ja, ist ganz nett. Dann haben wir hier, oh, wie schön, Sticker zu Darksiders Genesis. Ich meine, wer es braucht, also, naja. Gut, was haben wir noch? Wir haben einmal das Steelbook. Sieht ziemlich cool aus, hat unten so eine, ja, so einen Glanzeffekt. Ich kriege das jetzt gerade nicht so hin, wie ich will. Hat unten so einen coolen Glanzeffekt. Hinten nochmal das, das apokalyptische Reiter-Logo. Gibt es ein Inlay-Cover? Oh ja, gibt es auch, aber es ist nochmal dasselbe. Schade eigentlich. Hätte ich mir irgendwie was anderes gewünscht. Es ist genau dasselbe wie außen. Hätte ich mir ein anderes Cover-Motiv gewünscht, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier noch was. Und zwar ist das der offizielle Soundtrack nochmal. 21 Stücke insgesamt. Ja, auf CD. Ist ganz nett. Ich fand die Darkseid-Musik eigentlich immer gut. Ich glaube, der erste Teil hatte sogar den Komponisten von God of War dabei. Fand ich eigentlich nie verkehrt. Hatte immer so ein bisschen was, ja, mystisches, kryptisches. Fand ich eigentlich immer sehr, sehr cool gewählt. Ich bin gespannt, wie es diesmal abläuft. Und, Jungs und Mädels, ich würde sagen, wir machen hier auch schon den ersten Cut, weil dann widmen wir uns wirklich dem Herzstück dieser Collector's Edition, nämlich der Figur. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe die Figur mal eben ganz schnell zusammengebaut. So sieht das gute Stück aus. Ich versuche das mal ein bisschen in die Kamera zu bekommen. Gleich gehen wir mal ein bisschen auf die Details an. Ja, macht auf jeden Fall einen sehr massiven Eindruck. Also wirkt auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ist sehr, sehr wertig. Von den Farben hätte ich mir eine Spur kräftiger vorgestellt. Besonders hier diesen Umhang hätte ich mir eine Spur kräftiger vorgestellt. Von dem Violettton. Aber ansonsten sieht die Figur echt, echt cool aus. Wir können ein bisschen auf die Details hier eingehen. Hier sieht man zum Beispiel, ja, das Gesicht ein bisschen. Die Haare, alles ausgearbeitet. Wenn man hier auf die Haare zum Beispiel geht. Alles ein bisschen ausgearbeitet. Auch der Sockel ist mit schönen kleinen Details gemacht. Hier zum Beispiel die Patronen. Und die da auf der Erde liegen oder hier auch die Schädel und so weiter. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Vom Sockel her würde ich sogar sagen, dass der Sockel insgesamt ein bisschen breiter ist als der von der Darksiders 3 von Fury Day Edition. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr hammergeil aus. Auch ein ganz cooles Detail ist, dass er zwei verschiedene Pistolen hat. Also es ist nicht nur dieselbe Pistole, die einfach kopiert wurde, sondern er benutzt zwei verschiedene Knarren dafür und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich bin echt gespannt, wann Stripes sein eigenes Spiel bekommt. Ich hätte mir noch vielleicht gewünscht, dass man hier in diese Holster noch irgendwie was reinmachen kann, so zwei separate Pistolen oder so, aber ansonsten sieht die Figur echt, echt cool aus und fühlt sich auch sehr, sehr wertig an. Ja, Jungs und Mädels, das war's auch dieses Mal wieder von meinem Unboxing zu Darksiders 3. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Darksiders Genesis schon gespielt habt, ob ihr vorhabt, es spielen werdet, ob ihr vielleicht sogar die teurere Edition gekauft habt, sprich mit dem Brettspiel, was da drin vorhanden ist, was exklusiv nur in dieser Edition erstmal sein sollte. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, kommentieren und schaltet die Glocke ein, denn davon leben wir.